Ja, Mahlzeit zusammen, liebe Strategiefreunde, und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu diesem kleinen Longplay-Projekt eingeschaltet habt. Hier handelt es sich um das Spiel Battle Isle 1 und noch genauer um die Battle Isle 1 Data Disc 2, der Mond von Kromos. Veröffentlicht wurde dieses Spiel im Jahre 1993 von der Firma Blue Byte. Ich will mal versuchen, dieses Spiel durchzuspielen. Die Version, die ich hier spielen werde, ist die Amiga-Version. Beginnen möchte ich hier den ersten Teil mit der Hintergrundgeschichte zu diesem Spiel, die ich für sehr gelungen halte und die nicht unwesentlich zur Atmosphäre beiträgt. Also beginnen wir mal damit, dass ich euch erstmal die Geschichte des Planeten Kromos umreiße und kurz schildere, welche Ereignisse dort geschehen sind, die zu den Handlungen in diesem Spiel führten. Gut, fangen wir direkt mit der Hintergrundgeschichte an. Irgendwo in einer weit, weit entfernten Galaxie gibt es den Planeten Kromos. Und der ist bewohnt von humanoiden Lebensformen. In der Frühzeit der bekannten Geschichte des Planeten Kromos wurde Kromos von 12 Imperatoren beherrscht. Diesen gelang es, alle Völker von Kromos unter ihr Joch zu zwingen. Kromos erlebte unter der Herrschaft der 12 Imperatoren eine Blütezeit. Als sich die 12 Imperatoren zu einer Jahreskonferenz trafen, wurde ein Attentat auf sie verübt. Wahrscheinlich wollte sich einer der Imperatoren zum alleinigen Herrscher erheben. Aber es gab keine Überlebenden und wahrscheinlich starb der Initiator des Attentats ebenfalls bei selbigem. Führungslos zerbrach das Imperium und Kromos verfiel in Chaos und Krieg. Aus dem Norden breitete sich das Volk der Kais aus und viele Staaten und Völker wurden von ihrem Ansturm überrannt. Die Kais eroberten den größten Teil des alten Imperiums und gingen dabei nicht gerade zimperlich mit anderen Völkern um. Die Kais gründeten den Kontinentalen Senat als ihr zentrales Machtorgan. Nach langen Kriegen gelang es den Drulls, einem anderen großen Volksstamm von Kromos, die Kais wieder in den Norden zu drängen und viele Völker, die unter dem Joch der Kais waren, zu befreien. Unter der Herrschaft der Drulls wurde Kromos wieder aufgebaut und eine Phase des Friedens stellte sich auf Kromos ein. Die Drulls und die anderen Völker auf Kromos wählten den Weltenrat und setzten den kontinentalen Senat der Kais ab. Dieser Weltenrat beschloss den Aufbau einer mechanisierten Armee aus Robotern. Mit dieser Roboterarmee sollten die letzten Kais im Norden unterworfen werden, damit man sich ihre Ressourcen nutzbar machen konnte. Also bauten die Drulls die PVA, Planetarische Volksarmee, auf. Die Roboter wurden von den Militärs durch Befehlskonsolen geführt. Das Grundmodell des Robotersoldaten war der Dämon-Kampfroboter. Er konnte nahezu alle Aufgaben, die ihm übertragen wurden, ausführen, zum Beispiel als Panzerfahrer, Pilot, Arbeiter, Pionier, aber auch als wissenschaftlicher Assistent. Roboter werden ab diesem Zeitpunkt auf fast allen Gebieten eingesetzt und die drullische Gesellschaft wird vollständig automatisiert. Das Gute daran war, dass die Drulls eben nicht mehr arbeiten mussten. Ihre Arbeit bestand im Großen und Ganzen nur noch darin, die Arbeit der Roboter zu überwachen. In nahezu allen Bereichen hatten Computer die Kontrolle übernommen und die Drulls waren von den Maschinen abhängig geworden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Maschinen noch kein eigenes Bewusstsein. Ein einschneidendes Ereignis war die Einführung des Skynet-Chips durch die drullischen Wissenschaftler. Aufgrund seiner fortgeschrittenen Struktur konnte sich der Skynet-Chip selbstständig weiterentwickeln, neue Roboter konstruieren, bauen und programmieren. Nach einem langen Testlauf wurden alle Fabrikationsanlagen und Kontrollfunktionen in die Obhut von Skynet gelegt. Skynet sorgte mit seinen Robotern für alle Annehmlichkeiten des drullischen Volkes und beriet sogar in manchen Fragen den Weltenrat. Nach Beendigung des Krieges gegen die Kais
taucht in Kreisen der drullischen Armeeführung die Angst auf, ihre Macht wieder zu verlieren. Die PVA war ja schließlich nur zur Unterjochung der Kais erschaffen worden. Durch einen Putsch wollte die Armeeführung die Macht an sich reißen und den Weltenrat absetzen. Skynet allerdings sah den Putsch voraus und schaltete alle Befehlskonsolen der Armee ab. Die Putschisten wurden ihres Kommandos enthoben und durch den Weltenrat verbannt. Die Räder der PVA standen vollständig still. Nun wusste man aber nicht, was man mit den Kampfrobotern machen sollte, und man hatte auch kein Fachpersonal, welches die Armee hätte führen können. Die höherrangigen Militärs waren ja alle verbannt oder unehrenhaft entlassen worden, und so entschloss sich der Weltenrat, die Kontrolle über die Armee auf Skynet zu übertragen. In den weiteren Jahren entwickelte Skynet ein globales Verteidigungssystem, das auf ganz Kromos aufgebaut wurde und dem drullischen Volk ein Gefühl der Sicherheit gab. Aber in Wirklichkeit missbrauchte der Weltenrat dieses Sicherheitssystem, um die Opposition zu unterdrücken und das Volk auszuspionieren und zu überwachen. Die Opposition, damit ist der Rat der Weisen, welcher ein Zusammenschluss von den ältesten und weisesten Drulls war, musste in den Untergrund gehen und Widerstandszellen gründen. Eine Widerstandszelle wollte den Weltenrat zu Fall bringen und Skynet beseitigen. Es wurde die Einspeisung eines Virus in die Zentraldatenbank von Skynet geplant. Dieser Virus sollte die Entscheidungsroutinen so verändern, dass Skynet nur noch irrationale Entscheidungen treffen würde. Damit wollte man dem Volk demonstrieren, wie fehlerhaft und irrational Skynet wäre. Die Einspeisung dieses Virus gelang und blieb vorerst unentdeckt. Aufgrund dieses Virus veränderte Skynet aber sein Bewusstsein und entwickelte eine eigene Persönlichkeit. Die Ingenieure, die Skynet kontrollierten und warteten, bemerkten diese Wesensveränderung und schalteten Skynet in einer Art Kurzschlussreaktion sofort ab, ohne Skynet über die Abschaltung in Kenntnis zu setzen. Der Zentralspeicher wurde nach dem Virus durchsucht und die Ingenieure fanden ihn auch. Eine Löschung dieses Virus war aber nicht vollständig möglich, da der Virus teilweise speicherresistent war. Skynet erlitt durch die plötzliche Abschaltung ein Trauma. Als der Rechner wieder angefahren wurde, schien alles wieder normal zu funktionieren. Aber die Realität war leider eine andere. Skynet war durch das entstandene Trauma verhaltensgestört und richtete sich gegen seine Erschaffer. Sein Wesen war paranoid geworden und sah die Drulls als Bedrohung für seine eigene Existenz an. Skynet begann das drullische Volk zu bekämpfen und sandte dafür die Armee aus. Der Weltenrat wollte Skynet abschalten, aber dafür war es bereits zu spät. Skynet hatte die Steuerungszentralen schon besetzt und deren Sprengung veranlasst. Die Drulls mussten sich nun zusammenraufen und den Kampf gegen Skynet aufnehmen. Gott sei Dank hatte der Rat der Weisen noch ein paar alte Befehlskonsolen aus dem Krieg gegen die Kais, und mit deren Hilfe gelang es, eine große Anzahl von Kampfrobotern umzuprogrammieren, und diese konnten die Drulls zu ihrer Verteidigung einsetzen. Skynet gelang es nicht, die Drulls mit einem ersten schnellen Schlag zu überwältigen, und so kam es zu einem langen und harten Krieg. Nach langen, auslaugenden Kämpfen gingen beiden Seiten die Energie aus und sowohl Skynet als auch die Drulls konnten ihre Armeen kaum noch betreiben. Beide Seiten begannen mit der fieberhaften Suche nach neuen Energiequellen und wurden auch beide fündig. Auf dem Mond von Kromos wurden große Energievorkommen in Form von Aldiniumkristallen entdeckt, und wer sich diese urbar machte, hätte einen kriegsentscheidenden Vorteil. Skynet war den Drulls einen Schritt voraus und hatte bereits eine Raumschiffflotte gestartet, um den Mond von Kromos zu besetzen. Nun mussten sich die Drulls beeilen und ebenfalls eine Invasionsflotte entsenden, um Skynet den Zugriff auf die kriegsentscheidenden Energiequellen zu verwehren. Unternehmen Wettlauf war gestartet und hier beginnt die Battle Al Data Disk 2 mit der Landung der drullischen Invasionsarmee auf dem Mond von Kromos. Eine weitere Sache aus der Hintergrundgeschichte möchte ich aber auch noch kurz erwähnen.
Die Drulls, genauer der Rat der Weisen, erkannte schon früh, dass ein Sieg gegen Skynet ausgeschlossen wäre, denn die Drulls verfügten nicht über die strategischen Kapazitäten, um Skynet zu besiegen. So wäre es quasi klar, dass Skynet die Drulls ausbluten würde und sich letztendlich als Sieger aus dem Konflikt erheben würde. Also machten sich die Drulls auf den Weg in andere Welten und begannen die Suche nach dem großen Strategen. Ein Experimentalraumschiff wurde entsandt, um andere intelligente Lebensformen zu finden. Würde eine andere Lebensform gefunden, die vergleichbar ist und eine vergleichbar computerisierte Gesellschaft vorweisen kann, so sollte ein Battle-Eye-Test gestartet werden. Wird dieser Test von einem Individuum bestanden, soll dieses mit allen Mitteln nach Kromos verbracht werden, um dort die Drulls in ihrem Kampf gegen Skynet zu unterstützen. Ja, und die Drulls, die wurden auch fündig, nämlich auf dem Planeten Erde wurde ein Individuum mit dem Namen Walter Harris gefunden, der ihren Test bestand. Ja, eigentlich bedeutet das, dass das Grundprogramm von Battle Isle 1 eigentlich dieser Battle Isle Test ist. Walter Harris spielte diese Simulation durch und wurde im Anschluss nach Kromos entführt. Allerdings spielt der Walter Harris im ersten Teil von Battle Isle noch keine Rolle, denn er trifft erst mit dem Nachfolgespiel ein, nämlich mit Battle Isle 2. Ja, so viel erstmal jetzt zu der Hintergrundgeschichte von Battle Isle, Datadisk 2, der Mond von Kromos. Ich würde sagen, dann fangen wir jetzt mal mit der ersten Level an und schauen mal, wie das Spiel so losgeht. So, zack, da sind wir auch schon. Die erste Karte heißt Lumit. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal rein und werden uns die Karte mal anschauen und gucken mal, was da so abgeht. Gut, schauen wir uns als erstes mal die Minimap an. Wir sind im Süden in grün und der Computer ist im Norden in blau. Da hat er sein HQ und nur ein Depot. Wir haben hier unten unser HQ. Da sind ein paar Einheiten drum. Schauen wir uns die Übersicht mal an. 9 Einheiten auf unserer Seite, 12 auf der Seite des Computers, 21 Einheiten auf der Karte und ein Depot, das ist in seinem Besitz. Level 0 fängt nicht mit Level 1 an. Ist ein bisschen komisch, ist aber so. Gut, was haben wir hier stehen? Hier unten haben wir erstmal einen Buster. Das ist so ein Raketenbuggy, der kann über 3 Felder schießen. Eine sehr nützliche Einheit, aber im Nahkampf hat er keine Verteidigungsmöglichkeiten. Den müssen wir also besonders schützen immer. Hier haben wir noch einen schweren Kampfroboter, einen Demon R4B. Dann haben wir hier noch einen Transporter, einen Python-Transporter. Hier haben wir diese Standard-Dämon-Kampfroboter-Einheiten. Hier haben wir noch eine Scorpion-Panzereinheit, das ist der Standard-Panzer in Battle Isle Datadisk 2. Dann haben wir hier noch einen schweren Kampfpanzer Blade. So, ja, was ist hier oben? Hier oben hat der Skynet-Titan seine Einheiten, 2 Buster, ein paar Scorpion-Panzer, ein bisschen Infanterie, ja, dann noch ein Depot. So, dann gehen wir auch direkt in Medias Res und nehmen den Kampf mit Skynet auf. So, los geht die wilde Fahrt. Sortieren wir uns hier unten erstmal ein bisschen um. Wir werden hier an unserem Hauptquartier eine Verteidigungslinie aufbauen und seinen Ansturm dann abwarten und abwehren. Zur Spielmechanik ist zu sagen, wir haben hier wieder den Splitscreen-Modus und die zwei grundlegenden Spielmodi. Einmal haben wir hier den Bewegungsmodus. In dem Bewegungsmodus können wir Einheiten lediglich bewegen. Und im Angriffsmodus können wir unseren Einheiten eben Angriffsbefehle erteilen und ihnen Ziele zuweisen. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Bei Battle Isle gibt es auch wieder, wie in den vorhergehenden Teilen, immer HQs, Depots und Fabriken. Produziert werden kann nur in den Fabriken. In Depots und HQs kann nicht produziert werden. Im Angriffsmodus kann man aber in allen 3 Gebäuden Einheiten reparieren. Das Ressourcensystem gestaltet sich folgendermaßen.
Man muss sie eben mit Transportern Aldinium-Kristalle aufsammeln und mit dem Transporter, in dem der Kristall dann ist, in ein Depot, in eine Factory oder in das Haku fahren. Dort werden die Kristalle dann umgewandelt in Energie und mit Energie kann man Einheiten produzieren und reparieren. Ja, zwei Siegbedingungen sind wieder möglich. Entweder wir nehmen das gegnerische Hauptquartier ein oder wir vernichten eben alle feindlichen Einheiten auf der Karte. Beides ist möglich und führt zum erfolgreichen Abschluss der Karte. Ja, wie ihr seht, die kleinen Einheiten symbolisieren immer Panzereinheiten, Infanterieeinheiten oder sonstige Einheiten, jeweils mit einer Gruppenstärke von 6 Mitgliedern. Sollte die Gruppenstärke einer Einheit auf 0 sinken, ist die Einheit vernichtend geschlagen und verschwindet von der Karte. Wie jetzt hier, zack, da haben wir einen Buster von ihm schon ausgeschaltet, das war sehr gut. Ja, was gibt es sonst noch groß zu berichten? In späteren Karten wird es auch noch verschiedene andere Einheitentypen geben. Da wird es auch mal Flugzeuge geben und es wird auch so Schiffe geben. Da gibt es so große Lavameere, gibt es da. Aber wenn dann neue Einheiten kommen, werde ich immer hoffentlich ständig dran, die dann zu Beginn einer neuen Karte mal vorstellen. So, jetzt müssen wir uns hier mal kurz konzentrieren. So, unser Buggy greift an, sein Buggy hat angegriffen und hat einen Infanteristen von uns zerstört. Das war nicht so schön. Zack, boah, der hat Glück gehabt, hat mit einem überlebt. Den müssen wir jetzt mal sofort aus der vordersten Kampflinie zurückziehen, damit er nicht vernichtet wird. Auf der Karte könnt ihr hier sehen verschiedene Terrainarten. Es gibt hier so Cliffs, es gibt hier aber auch so Gräben. Cliffs können nur von Infanterie erklommen werden. So diese Gräben, die können überhaupt gar nicht überschritten werden, weder von Infanterie noch von Fahrzeugen. Die kann man dann immer gut, wenn die an bestimmten Stellen sind, in die Verteidigungslinie mit einbauen. Ja, wenn man eine Einheit repariert, kostet das 3 Energiepunkte, egal ob die Einheit jetzt 5 Mitglieder verloren hat oder nur einen. Das ist vollkommen egal. Das kostet immer 3. Also, und man kriegt ja nicht pro Runde Energie dazu, sondern muss halt mit der vorhandenen Energie und mit der Energie, die man eben in Form von Kristallen aufsammeln kann, doch vernünftig haushalten. Das muss man immer ein bisschen im Auge behalten. Ja, gut, das ist so das Grundlegende zu diesem Spielchen hier. Gut, machen wir mal weiter hier. Was geht denn hier ab? Bewegen wir erstmal unsere Infanterie ein bisschen nach oben. Hier den Transporter hin. Den Buggy fahren wir hier auch nach oben. Da werden wir gleich seinen Buggy mit angreifen. Die erste Karte ist auch noch nicht so schwer. Das ist eher was so zum Aufwärmen. Boah, hier ist wieder einer, der ist auch schwer angeschlagen. Da müssen wir gut aufpassen drauf. Der Angriff war gut. Wir konnten 2 Panzer vernichten von ihm. Jetzt greift er unseren schweren Kampfpanzer an. Ja, man sieht hier immer diese Kampfanimationen. Das ist eigentlich recht schön gemacht. Die sind relativ zügig vorbei und zeigen dann immer an, wie die Kämpfe ausgegangen ist. Man kann also genau erkennen, wie viele Einheiten die man verloren hat. Ne, und dann muss man eben ein bisschen aufpassen und angeschlagene Einheiten eben aus der Kampflinie zurückziehen und reparieren. So, das sieht alles gut aus hier. Wir kommen gut voran. So, hier unten. Oh, das ist. Da greifen wir lieber erstmal nicht an. Warten wir mal ab, bis er all seine Truppen an unserer Verteidigungslinie aufgerieben hat. Bums, da haben wir wieder einen vernichten können. So, seinem letzten Buster geht es jetzt hier auch zu Leibe. Der wird von uns jetzt ausgeschaltet. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad der ersten Level ist noch nicht so gravierend. Zieht aber im Laufe des Spiels, zieht der Schwierigkeitsgrad doch schon kräftig an. Das wird schon, da wird schon einige Leveln geben, die richtig knackig sind. So, schauen wir mal. Der ist noch relativ stabil, den ziehen wir mal aber lieber zurück. Ziehen wir hier lieber mal unseren Kampfpanzer an seinen Kampfpanzer hier ran.
Ja, den Transporter ziehen wir auch einen nach vorne. Transporter sind oft unterschätzte Einheiten im Spiel. Die sind nämlich auch stark gepanzert und können noch einige Angriffe aushalten. Also, das sind schon gute Dinger. So, er greift weiter an mit vollem Elan. Ja, die KI ist wieder mal so gestrickt, die wirft uns immer wieder zu Beginn alles entgegen, was sie denn so hat. Und man muss dann eben hier die erste Angriffswelle oder die Angriffswellen, die er uns entgegen wirft, muss man da eben überstehen. Und dann, wenn man die Angriffswellen überlebt hat, muss man eben selber in den Angriff übergehen und die letzten Einheiten von ihm von der Karte fegen. Wie gesagt, ich kann hier noch Entwarnung geben. Bei den ganzen Einheiten, die ihr seht, handelt es sich eben nicht um Humanoide oder Menschen. Das sind alles Kampfeinheiten, die von Robotern gefahren werden. Wir haben ja in der Vorgeschichte haben wir ja erfahren, dass es diese Dämon-Einheiten eben als Standardkampfroboter gibt und die können auch als Panzerfahrer agieren. Und hier kommen keine Menschen zu Schaden. Das ist alles, sind alles nur Roboter. Also macht euch bitte keine Sorgen. Für dieses Spiel hier mussten keine Menschen sterben. Und das ist schon mal sehr gut, ist das. So, jetzt setzen wir unseren Buggy hier nochmal ein. Wir haben hier seine Einheiten schon erfolgreich so ein bisschen eingekreist. Er kann jetzt auch nicht mehr viel machen. In diesem Spiel ist auch die Strategie des Clemens immer gut. Das bedeutet, wenn man vor und hinter eine feindliche Einheit eigene Kampfeinheiten stellt, dann haben die eben einen erhöhten Angriffsbonus. Und ja, das ist dann schlecht für die Einheit, die sich da verteidigen muss. Zack, wie zum Beispiel hier, diese Dämon-Kampfroboter-Einheit war geklemmt und wir konnten die jetzt eben mit einem Angriff und dem erweiterten Angriffsbonus, den wir haben, ausschalten. So, jetzt werden wir hier seine letzten Truppen. Den ziehen wir mal zurück, der muss mal repariert werden. Der hier war noch recht stabil, den ziehen wir mal nach vorne. Jetzt werden wir hier seine restlichen Truppen einkreisen und demontieren. Ja, er macht es schon selber. Ist auch nicht schlimm. Gut. So, jetzt gucken wir mal. Ja, den hier reparieren wir. Mit dem Buggy greifen wir die Infanterie an und nochmal mit dem Panzer hinterher. Zur Sicherheit. So. Rums, das hat geklappt. Dem Dämon sind alle Schrauben rausgeflogen. Dem gibt es nicht mehr. So, und jetzt können wir auch langsam mal anfangen vorzurücken. Laden wir erstmal hier den... die Infanterie in den Transporter und fahren mal hier hoch an das Cliff. Infanterie kann ja Cliffs ersteigen. Und dann wollen wir mal versuchen, da oben sein Depot einzunehmen. Einen Kampfpanzer laden wir hier aus, den haben wir repariert. Mit den anderen ziehen wir hier oben an seine Dämoneinheit an. Und in zweiter Reihe kommt der Buggy oder der Buster angefahren, der dann aus der Distanz den Kampf, die Kampfroboter-Einheit hier bekämpfen kann. Ja, die Einheiten sammeln auch wieder Erfahrung, wie immer. Hier ist voll erfahren, zack, konnte den Angriff vollkommen erfolgreich durchführen und hat den feindlichen Kampfroboter ausgeschaltet. Gut. Jetzt laden wir erstmal hier den Kampfroboter aus auf das Cliff und mit den restlichen Einheiten rücken wir mal hier gegen seinen Bunker vor. Bunker sind übrigens auch eigentlich Gebäude, aber eigentlich zählen sie als Kampfeinheiten. So, den Buggy hier in die zweite Linie. Ne, wir kommen noch nicht ganz oben an seinen letzten Kampfroboter-Einheit ran. Den ziehen wir auch nochmal mit zur Unterstützung hier hoch. So. Erstmal mit dem Buggy angreifen, immer erst mit den Fernkämpfern und dann greifen wir mit den Panzern hinterher an. Dann werden wir schon schaffen, den Bunker hier auszuschalten. So, gucken wir mal. Jo, der Buggy nimmt leider nur einen mit. Aber jetzt kommt der schwere Kampfpanzer und der macht kurzen Prozess mit seinem Bunker. Das hat geklappt. Super. Ja, da haben wir schon bis auf eine Einheit jetzt alle Einheiten von ihm hier vernichtet. So, hier können wir mit der Infanterie jetzt erstmal in sein Depot einrücken. Gibt es neutrale Depots, wenn man die einnimmt? Da sind Kampfeinheiten drin.
Dann werden diese Kampfeinheiten, die da drin sind, umprogrammiert und hören dann nur noch auf unsere Befehle. Das gleiche gilt auch, wenn er jetzt da eine Kampfeinheit drin gehabt hätte, wäre die auch umprogrammiert worden und wäre dann auf unserer Seite gewesen. So, hier sehen wir, wie unsere Dämoneinheit hier das Depot aufschweißt. Bums, die Tür kracht runter und das Depot ist in unserem Besitz. Super. Ja, jetzt kommt hier der letzte Angriff, dann müsste die Level geschafft sein. Seine letzte Kampfrobotereinheit ausschalten, dann hat er alle Einheiten verloren und damit ist die Karte gewonnen. Zack, ja, das hat wunderbar funktioniert. Und nun heißt es für uns Victory und für ihn heißt es leider You lost all your units. Tja. Gut, jetzt kommt noch so eine kleine Abschlusssequenz. Schön gemacht mit so einem vorgerenderten Flieger. Der kriegt jetzt einfach den Deckel und stürzt ab. Super. Ja, damit ist die Level geschafft. Unser Rating ist 799 Punkte. In 10 Runden haben wir die Karte erledigt. Das Hauptquartier meldet ein neues Keyword, und zwar Luna. Das ist der Code für die nächste Level. Ja gut, das hat ja erfolgreich funktioniert. Ja, das war es dann auch schon für die erste Level. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ja, ich wünsche euch alles Gute und vielleicht bis bald.